Freunde, im heutigen Video haben wir ein paar sasse Online-Dater im neuen Brookhaven U-Bahn-Update getrollt. Und ich sage euch eins, Freunde, in diesen U-Bahn-Stationen befinden sich wirklich sehr, sehr sasse Online-Dater. Das war auf jeden Fall richtig chaotisch und lustig. Deswegen, Freunde, schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von solchen Online-Data-Videos sehen wollt. Abonniert auch natürlich den Kanal, das ist ganz, ganz wichtig. Und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und, Freunde, hier wären wir auch schon bei der ersten U-Bahn-Station. Die ist hier direkt beim Spawn. Und ich schau mal, ob hier der ein oder andere Online-Data ist. Und wir haben, niemanden hier. Moment mal, hier ist ja gar nichts los. Ah, da habe ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr erwartet. Wo sind die ganzen Online-Data hin? In der Stadt habe ich niemanden gesehen. Vielleicht verstecken die sich in einer anderen U-Bahn-Station, Freunde. Wir fahren jetzt einfach mal hier zum Lake. Und da bin ich mal gespannt, Freunde. Moment mal. Habe ich da jemanden gesehen? Okay, Freunde. Die zwei sehen auf jeden Fall sehr, sehr verdächtig aus. Moment mal, was schreibt der? Fährt der Zug zu deinem Herzen? Und die schreibt, ja, kann man sagen. Dort muss ich unbedingt hin. Wirklich? Ja, Freunde, ich tue einfach mal so, als ob ich auf die nächste Bahn warte. Ja. Aber die zwei sind auf jeden Fall ziemlich sass. Moment mal, was? Die nächste Haltestelle ist in meinem Bett, wo wir kuscheln können. Das hat er gerade nicht im Ernst geschrieben, oder? Das ist ja mal mega sass, Freunde. Aber wenn du ein Zug wärst, dann wärst du eine heiße Lokomotive. Okay, Freunde. Oh, aber du auch? Moment mal. Stopp. Ein Moment. Seit wann ist es denn ein Anmachspruch, jemand zu sagen, wenn du ein Zug wärst, dann wärst du eine heiße Lokomotive? Ja. Du bist meine heiße Lokomotive? Okay, Freunde, ich glaube, der hat es mit seinen Lokomotiven. Und keine Ahnung warum, aber dieses Mädchen scheint so, als ob es auf ihn abfährt. Mit der heißen Lokomotive fahren wir zu deinem Herzen. Freunde, ich schreibe hier einfach mal rein. Aber die Bahn fährt doch nur zu Crown Point, also die andere Haltestelle. Und er sagt, nein. Und das Mädchen sieht auch ein bisschen böse aus. Und jetzt schreibt der Junge, für uns nicht, und ein sehr, sehr sasser Emoji, Freunde. Ich schreibe einfach mal, ihr seid sass. Freunde, von einer Skala von 1 bis 10, wie sass sind bitte diese Online-Data? Schreibt es jetzt unbedingt in die Kommentare, Freunde. Nein, sind wir nicht. Aber in Wirklichkeit sind wir gar nicht sass. Naja, also da würde ich was anderes sagen. So sasse Online-Data wie euch habe ich lange nicht mehr getroffen, um ehrlich zu sein. Sie ist nur eine heiße Lokomotive? Meine heiße Lokomotive? Sie ist meins, okay? Nicht deins. Und sie schreibt auch noch genau? Freunde, naja, ich möchte auch nicht, dass sie meine Lokomotive ist. Was habt ihr eigentlich mit euren Lokomotiven und mit diesen sehr, sehr sassen Emojis? Wollen wir jetzt zu deinem Herzen fahren? Ja? Freunde, ihr wisst ja, eigentlich trolle ich ganz, ganz gerne die Online-Data, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich die zwei Turteltäubchen, oder sollte ich eher Lokomotiven sagen? Ja. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, wie ich die trollen sollte, denn die sind wirklich sehr, sehr, ja, sass. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die zwei so sehr in ihrem Lokomotivenfilm sind, dass ich die wirklich gar nicht mehr ablenken kann. Ich meine, guckt euch die mal an. Was schreibt der? Du bist mein Uwu. Ach, Freunde, wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal hier die Bahn und fahre zu einem anderen Bahnhof. Das wird mir alles hier viel zu sass. Wir probieren es einfach mal hier. Let's go. Und Freunde, hier sind wir auch schon. Wir sind jetzt bei der Station Blackhawk Station. Und hier sind sogar zwei. Ich glaube,
die warten hier auf den nächsten Zug. Aber Moment mal. Ich bin natürlich der Meister der Verkleidung. Deswegen, Freunde, ich muss mich mal ganz kurz verkleiden. Oh, so, hier ein bisschen und da ein bisschen und... Und, Freunde, yeah, so wird mich niemand erkennen. Ich meine, dieser freshe Schnurrbart, der sieht viel zu echt aus, dass man denkt, das hier ist fake oder so. Okay, ich glaube, so kann ich mich vielleicht an das Mädel da ranmachen. Mal gucken, ob sie auch ein Online-Dater ist. Ich schreibe einfach mal, hey Mädel. Und sie schreibt, hi. Ich frage mich jetzt, ob sie mit dem Jungen hier zusammen ist oder nicht. Oh oh, Freunde, der Junge ist auf jeden Fall richtig wütend, nur weil ich das Mädel angesprochen habe. Und ich frage sie einfach mal, sag mal, bist du in einer Beziehung? Oh, Mist, sie schreibt auf jeden Fall ja. Das heißt, der Junge hier neben ihr ist ihr Freund und der ist auch schon... ganz, ganz böse. Er schreibt mir schon, hör auf. Oh, Freunde, jetzt mache ich was ganz, ganz Fieses. Sowas sollte man auf jeden Fall nicht machen. Aber ich bin ja der Online-Data-Troller Nummer 1. Und deswegen, Freunde, schreiben jetzt einfach mal... Oh, das ist sehr gemein. Bist viel zu hübsch für ihn. Oh, oh, und jetzt ist er vor mich gesprungen und er schreibt, stopp. Das geht zu weit. Ich schreibe jetzt einfach mal, was willst du denn machen? Ich meine, guckt euch das mal an. Der ist viel zu klein, ey. Und der schreibt, dich verprügeln? Und sie schreibt, danke, aber er sieht genauso schön aus wie ich. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Hat er gerade eine Waffe rausgeholt? Yo, chill mal. Geh lieber. Oh, oh. Der Junge hier scheint es also wirklich ernst zu meinen. Der will hier sein Mädchen auf jeden Fall verteidigen, Freunde. Und Freunde, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen lügen. Ich schreibe, habe aber gestern noch mit deiner Freundin ein Date gehabt. Ich glaube, jetzt wird er richtig ausrasten. Oh oh, jetzt geh sofort. Ich schreibe einfach noch, Bro, deine Freundin geht dir fremd. Und er schreibt, nein! Ja, das stimmt auch. Ich habe hier einfach nur irgendwas geschrieben. Und die schreibt auch schon, ich kenne dich nicht mal. Und er schreibt, wie sollte sie denn, wenn sie nur bei mir ist? Oh Mann, eigentlich will ich das Ganze gar nicht mehr weitermachen. Die tun mir schon ein bisschen leid. Aber ein bisschen muss ich das noch rauskitzeln hier. Ich schreibe einfach mal, Bro, vertrau mir, sie ist dir fremdgegangen. Oh Gott, so, fremdgegangen, jetzt sieht man das. Moment mal, was schreibt sie? Ja, okay, ich höre auf zu lügen. Ich bin dir fremdgegangen? Was? Wieso? Moment mal, ist sie im Ernst jetzt... fremdgegangen? Ich wollte doch einfach nur trollen. Das erklärst du mir jetzt? Ja, mein Freund, nicht nur dir, sondern auch mir und der ganzen Lami-Army. Erklär jetzt, bist du deinem Freund etwa fremdgegangen? Und sie will es einfach nicht sagen? Oh Mann, was ist das denn für eine? Nein, unser Freund, er weint jetzt hier einfach. Oh Mann. Ich schreibe jetzt einfach mal, Bro, du hast was Besseres verdient. Aber er ist immer noch mega traurig und er schreibt, und was? Ich schreibe einfach mal, das Mädchen ist es nicht wert. Und sie schreibt, doch? Nein, auf gar keinen Fall. Du bist ihm fremdgegangen. Oh Mann, ey. Und er heult jetzt einfach. Das ist so traurig hier. Oh, mein Freund, ey. Ich weine mit dir. Ein Like ist gleich ein Mitleid, Freunde. Deswegen liked alle das Video. Ja, da ganz, ganz, ganz wichtig. Wieso weinst du auch? Na, was fragst du denn? Das ist einfach so traurig, mein Freund. Oh Mann, ey. Aber, Freunde, ich schreibe einfach mal, aber weißt du was? Oh, er fragt, was denn? Ich schreibe einfach mal, ich schenke dir 100 Bobucks, dann geht es dir vielleicht besser. Und er schreibt, was wirklich? Oh mein Gott. Oh, er freut sich auf jeden Fall. Ich schreibe einfach mal, ja, wirklich, Bro, kauf dir coole Klamotten. Und Moment mal, da ist die ja schon wieder. Und sie schreibt einfach, hab was von Robux gehört? Yo, was ist das denn für eine? Das ist ein typisches Online-Data-Mädchen, das nur auf reiche Jungs steht. Die spielt also mit den Gefühlen und liebt nur das Geld und nicht die Gefühle von den Jungs hier. Die fragt hier auch gerade, darf ich auch welche? Und ich schreibe einfach mal, ja klar,
komm mit. So, wir haben sie jetzt auf jeden Fall in den Armen. Okay, mein Freund, ich komme gleich wieder zu dir. Aber dieses Mädchen, ihr muss ich auf jeden Fall, ja, eine kleine Lektion erteilen. Ich schreibe einfach mal, wir sind gleich da. Dann bekommst du deine Bowbugs. Und sie schreibt auch schon OMG. Oh Gott, Freunde, die freut sich wirklich. Aber wenn die wüsste, was ich jetzt mit ihr mache, vielleicht könnt ihr das schon denken. Es geht auf jeden Fall zwischen Motel und Flughafen. Und da gibt es nur eine Sache. Und zwar die Mülltonne, in die du reingehörst. Nimm da! Mann, ey, da gehörst du wirklich rein. Und du hast auf jeden Fall keine Bowbugs verdient. Du hast einfach mit den Gefühlen gespielt. Sie ist ein Fremdgeher. Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare. Wurdet ihr mal von eurer Freundin oder von eurem Freund betrogen? Das würde mich interessieren, Freunde. Und falls ihr auch mal betrogen wurdet, dann tut ihr mir auf jeden Fall richtig leid und ihr habt mein Mitleid. Willst du jetzt ausstinken? Warte mal, warum geht die mir so nah? Oh Mann, geh weg von mir. Ich glaube, die will mich umarmen oder so, damit ich auch nach Müll stinke. Aber die kann ruhig alleine in der Mülltonne rumwühlen nach Bowbugs. Ich muss wirklich sagen, ich habe heute auf jeden Fall ein paar sasse Online-Data hier in den U-Bahn-Stationen gefunden. Und das Mädchen, die ist mir immer noch dicht auf den Fersen. Verschwinde von mir! Ah! Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Online-Data-Video. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, schreibt unbedingt in die Kommentare, welche Online-Data soll ich im nächsten Video trollen und wie soll ich das Ganze machen. Ihr habt auf jeden Fall wie immer die besten Ideen. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt, Freunde, könnt ihr auf jeden Fall noch links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!